Jo, servus die Baum. Grüß euch die Baum. Was seht ihr? Mich auf die Nacht mit meinem neuen Shelter. Was sagt uns das? Übernachtung ist angesagt. Jawohl. Ich hab das da einfach gar nicht gefühlt. Ich bin am Hausberg wieder. Kennt sowieso alles. Brauche ich nicht zahlen, das Wegel drauf. Hab einmal schon alles aufgebaut und haben wir alles hergerichtet. Wir haben jetzt bereits kurz vor 20 Uhr und für 22 Uhr sind bis um 3 Uhr in der Früh Regen angesagt. Also, das heißt, wir werden das heute wahrscheinlich testen können. So, was haben wir da drinnen? Mein Ex-Bett. Holländischen Sommerschlafsack, ein Kopfmatten, ein Kopfpolster. Da herunter liegt schon der Schlafsack. Da habe ich mein ganzes Papi schon hergerichtet. Da hier vorne habe ich noch die Matten aufgelegt, dass ich da trockenen Fußes jetzt alles aufbauen kann. Und ja, wir haben keine Grüßen, das ist ein Vorteil. Und ich glaube, ich brauche euch da auch nicht viel zu sagen. Das. Ich habe es mit Trekkingstecken aufgebaut. Wie ihr seht, hat es auch schon geregnet, also es ist nass. Ich habe mir meinen Solarstoff mitgenommen, will mir was zum Essen machen. Nicht nur eine Kleinigkeit, so Hühnerköre mit Gemüse, es muss reichen. Ich habe keinen so einen großen Hunger und dazu muss ich jetzt nur mal irgendwo ins Dickicht rein und schauen, dass ich mir ein bisschen ein trockenes Holz noch organisiere. So, das stelle ich mir dabei da her. So, ich habe mir da jetzt ein paar Handvoll so Kiefernzapfen geholt. Wer weiß, ob die trocken sind, kann ich gar nicht sagen. Schauen wir mal. Wartebett in Wachs getränkt. Und das sollte funktionieren, sage ich mal. Hühnerköre mit Gemüse. Na ja, schauen wir mal. Lassen wir sehen. Geben wir mal Gas. Das macht Spaß. Ja, wie gesagt, mit dem Solarstoff braucht man wirklich nur ganz kleine Asteln. Das reicht an und für sich. Schade, dass das alles nass ist, aber kann man halt nichts machen. Ist so, das brodelt da schon vor sich hin. Das ist schon fertig. Und ja, ich würde mal sagen, ist zwar aus der Dose, aber trotzdem. Mahlzeit, Freunde. Trotzdem nicht so schlecht. So. Mein Freund blubbert. Jawohl. Na komm. Mach mich glücklich. Ja. Jawohl. So. Also jetzt ratzfatz, ich muss noch schnell fertig essen. Und dann stürze ich mich gleich aufs Käffchen. Bin ich gleich fertig. So, Freunde. Zusammengegessen habe ich, dass es schön bleibt. Nein, ich brauche Regen, ich brauche Regen. Hätte es irgendwas überlassen. Ja, Feuer lassen ein bisschen mitbrennen, weil es gerade so leibend ist und ein bisschen Müdigkeit da ist. In dem Sinn, Krankensessel, der erste Schluck gilt wieder, wie immer, euch gesund werden, Freunde. Und dann an alle anderen. Prost. Oh ja, ja, im Endeffekt reicht so ein kleines Feierl, ist ja wirklich nur für die Gemütlichkeit. Da brauche ich nicht so einen Riesen drum.
Ding anzünden, ein bisschen Asche, aber meine Güte. Das tut es auch. Vor allem ist es überschaubar. Gut, es ist zwar alles nass, aber trotzdem. Ja, wie spät haben wir es? 3:15, also 20.45 Uhr dabei. Und leichter Regen sollte es sein. Ja, ich mache mir es jetzt da ein bisschen gemütlich, drehe jetzt einmal alles an, Licht und so, und will ein bisschen mein Feierl genießen. Man sieht sich später. Mal mein Käfchen austrinken, bevor es kalt wird. Und ich denke, ich werde mir mein Westerl holen müssen. Das ist, wenn das stimmt, hat es angekühlt auf 16 Grad. Also wie gesagt, die Wetterstation ist da Luftlinie 1,5-2 Kilometer entfernt. So, haben wir auf alle Fälle auch ein trockenes Leiberl anzum und die Westen drüber, das ist schon bei Weitem angenehmer, muss ich gestehen. Ja, jetzt wird es frisch in der Nacht. Bin gespannt, ob mir mein Trockenschlaf so gereicht, aber ich denke schon, aber für sich dem müsste der bis 5 Grad locker runtergehen. Und notfalls lasse ich die Westen in der Nacht an. Und wenn ich zumache fahren, wird es sowieso nicht so kalt drin, wird es eh warm. Ja, Freunde, ich werde noch ein bisschen an dran. Ja, bischabiert gibt es ja gar nicht um die Zeit. Vor 11 kommt es normal gar nicht ins Bettel, aber bin ja noch in Urlaub nicht. Darum mache ich das auch unter der Woche. Da habe ich meine höllige Ruhe herum. Da ist kein Mensch da auch. Und Tropfen sind schon niedergekommen. Aber nur ganz vereinzelt. Man hat einmal Tropfen genehmigen. Du wirst. Ein bisschen was habe ich noch für meinen Hobel. Ja, aber dann hole ich nichts mehr, dann lasse ich ihn einfach ausgehen raus. Aha, es dürfte jetzt da ein bisschen mehr werden. Ja, wie man hören kann, ist jetzt genauso wie ich wollen habe. Es regnet. Wo ist es dezent? Aber ich glaube, laut Wettervorhersage, das wird nicht mehr nachlassen. Na, passt. Wie gesagt, die haben es da jetzt unter dem Dach gemütlich gemacht. Das ist nicht so schlecht. Also, gefällt mir ganz gut. Vor allem, man hat ein bisschen einen Platz. Man muss sich nicht reinvergrallen. Passt. Und man ist halt da weiterhin gemütlich. Ich werde aber trotzdem, bevor ich schlafen gehe, vorhin ein bisschen weiter runter spannen, weil sonst bleibt vielleicht das Wasser da oben stehen. Und ich will nicht dauernd aufstehen. Also ich werde es vorhin anspannen, soweit es geht. Auch, dass man ein bisschen offen ist, auch ganz zu mache ich sicher nicht. Und das sollte auch reichen. Ja, Freunde, ich liege einmal in meiner Kemenate. Es ist 3:15 Uhr. Es hat jetzt nachlassen zum Regen, also es tröpfelt nicht mehr dezent. Auf alle Fälle, nach vorn kann ich das nicht offen lassen. Da sammelt sich um das Wasser, das rinnt nicht an. Also, da müssen wir oben die Seiten besser spannen, das ist mir zu wenig und zuerst habe ich auch nichts getan, weil es wirklich ordentlich geschieht hat. Und ja, ich habe es jetzt einfach vorhin ein bisschen zugemacht. Ich zeige euch das einmal auch schnell. Schaut dann eigentlich so aus. Und ja, sollte das reichen, sage ich einmal. Schauen wir mal, ob es trocken bleibt, aber es ist hier innen alles dicht. Also passt und jetzt wünsche ich mir noch eine gute Nacht und euch auch. Man sieht sich morgen in der Früh. Also dann.
gutes Nächtli. Guten Morgen, Freunde. Ja, wie ich gerade gesehen habe, es ist 5 Uhr. Zeit zum Aufstehen. Ja, die Nacht war recht feucht. Also wie ich gehört habe, es hat wirklich bis kurz vor 4 Uhr, dann noch 4 Uhr, hat es permanent geregnet, einmal stärker, einmal schwächer. Also. Mein Licht, stehen bleiben. Ich bin in den Schlafsack, habe mich eigentlich nur zudeckt damit, bin gar nicht reingekraxelt. 13 Grad hat es jetzt. Und wie ihr gesehen habt, wir haben Kondenswasser genug, aber es ist eigentlich alles an den Wänden herunter, ist alles trocken, muss ich gestehen. Also, alle Achtung, Kondenswasser gibt's in Hülle und Fülle. Wie gesagt, ich habe auch vor müssen zumachen. Aber ja, jetzt werde ich mal aufstehen, werde mal vorhin wieder abspannen, dass da ein bisschen mehr Luft rein kann. Und einmal frühstücken. Es dauert zwar nur eine Stunde bis, jetzt ist viel 6 Uhr, um 6 Uhr soll es hell werden, also ja. Ja, wir sehen uns später, ich stehe jetzt einmal auf, oder nicht. Ja, haben wir es noch wieder ein bisschen gemütlich gemacht, es ist wirklich kühl, also was sagt die Temperatur, wir haben 13 Grad, also Westerl vertragt man. Aber jetzt gibt es einmal ein Frühstück. Ja, mein Toxi. Den kann nichts erschüttern, der brennt einfach draus los. Ja, Käfchen drauf. Und ab geht's. So, ein bisschen Milch von daheim. Und dazu gibt's ein Müsli-Dingsbums-Gemisch. Einmal was anderes. Nicht immer nur Speck. Ja, mein Freund blubbert wieder. Der ist fertig. Ja, gibt's was Schöneres in der Früh, als sowas. Ja, dann kann ich nur mal sagen, guten Morgen, Freunde. Oh, herrlich. So, dann stürzen wir uns einmal in das gesunde Zeugs. Ich hab das jetzt schon ein paar Mal gegessen, ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, Sonne wäre da herum, heute kann ich mehr sehen. Nein, jetzt wird es wirklich immer heller, aber es ist auch noch komplett trieb. Wolken über Wolken. Ja, wie ihr sehen könnt, da hinten sieht man schon, dass es hell wird.
Jetzt geht's ratzfatz. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt nicht regnet. Jetzt brauche ich das nicht. Jetzt wird schon hell, jetzt geht's schon. Ja, Freunde, es ist wieder mal soweit. Die Hühner sind gesattelt und wir reiten in die Stadt. Ein trockenes Fleckerl ist noch da. Alles pipifein zusammengerammt. Rucksack ist geschoben. Und jetzt geht's heimwärts. Ja, da passt auch wieder alles. Dann kann ich ohne schlechtes Gewissen wieder heimgehen. Auf du's noch zu groß. Ja, so schaut man aus, wenn man durchs nasse Dickicht geht. Die Wolken verziehen sich schon langsam und es wird schon. Ja, Freunde, das war's. Ich verabschiede mich gleich da. Den Weg zum Auto kennt sowieso auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Fazit von den Shelter: Es ist nicht schlecht, um das Geld kriegst du eine Menge. Es war dicht, absolut, da gibt es nichts zum Sagen. In dem Sinn, wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Burm.